Grundsätzlich ist wohl zu sagen, dass der Equity-Token mit mehr rechtlicher Komplexität verbunden sein wird als der Utility-Token. Warum ist das so? Man ist beim Equity-Token näher dran an der Frage, ob die Ausgabe dieses Tokens eine Veranlagung sein könnte. Das wiederum würde eine Prospektpflicht, eine kapitalmarktrechtliche Prospektpflicht nach sich ziehen, nach dem KMG. Aber ganz grundsätzlich, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Message, muss vor der Ausgabe eines Tokens jedenfalls rechtlich geprüft werden, ob allenfalls konzessionspflichtige Tatbestände, die also eine Konzessionspflicht bei der FMA, bei der Finanzmarktaufsicht, nach sich ziehen, ob diese Tatbestände denn erfüllt werden. Und da gibt es zahlreiche Tatbestände, an die man denken kann. Einerseits aus dem Bankwesengesetz, aus dem Zahlungsdienstegesetz. Man muss sich fragen, ob die Ausgabe des Token potenziell E-Money sein könnte, also E-Geld, was wiederum eine Lizenzpflicht nach dem E-Geld-Gesetz voraussetzen würde. All diese Fragen muss man sich stellen, idealerweise bevor der Token ausgegeben wird, um negativen Konsequenzen, und die können sowohl von Seiten der FMA als auch natürlich von Seiten der Community kommen, um diesen negativen Konsequenzen vorzubeugen.